So nicht Junge, Junge, Junge. Immer Gangster, gut, Alter. What the fuck? Holy shit. Straight outta your favorite Gangster Movie. Außer Hosche, Hosen. Oh, Junge. Das wird ja heute ein bisschen tricky, weil wir wollten uns eigentlich mit Okan treffen, um seine vierwöchige Vorbereitung auszuwerten. Innerhalb von Ramadan. Ist Ramadan fast vorbei? Ja, 3-4 Tage. Und du hast mir gesagt, Johannes, wir müssen aber vorher nochmal sprechen. Und ich habe gesagt, warte ab, wir besprechen das im Video, weil du warst mit ein paar Sachen nicht zufrieden. Genau, vom letzten Video. Und das werden wir jetzt hier mit euch klären. Ich habe keine Ahnung, was mir bevorsteht. Aber es war Kritik auf jeden Fall. Kritik ist immer so eine Sache. Du musst dich hier noch umziehen, ne? Ja, ja. Ich mach mich noch warm. War ein bisschen angeschlagen die letzten Wochen. Ich habe überlegt, ob ich heute überhaupt trainiere, aber ich mache eine Runde Arme. Das Wichtigste, wo ist dein Zahnstocher, Alter? Ich war vorhin Moschee, da war das nicht so angebracht, um Zahnstocher zu sein. Naja. Deswegen heute kein Zahnstocher. Wir mussten extra 1,5 Stunden später beginnen, weil Okan war in der Moschee, er war in der Moschee. Ist er auch noch nicht da? Nee, ist auch noch nicht da. Also ich bin wirklich gespannt, weil Johnny meinte so, wir können gerne wieder zusammen drehen, aber nicht, wenn du wieder so eine Scherze machst, so eine Späße. Ich sag, was für Späße, was für ein Ramadan? Ich war mir keinster Schuld bewusst, dass ich irgendwie abwertend war. Deswegen bin ich jetzt echt neugierig, was er da zu kritisieren hat. Ne? Ich habe was zu kritisieren, Johannes. Was hast du zu kritisieren? Dein Lidschatten heute. Mein Lidschatten? Ja. Ist dir aufgefallen? Ja. Ich habe kurz bevor ich hergekommen bin, habe ich noch meine Wimpern hübsch gemacht, mein Friseur. Das ist wirklich wahr, um meine schönen grün-braunen Augen zu unterstreichen. Steht mir, oder? Steht dir. Ja. Kannst du noch mal die andere Pose machen? Ja, okay, okay. Dann noch ein bisschen Liegestütz. Ja, okay. So, und wenn man sich ganz viel Mühe gibt, kann man das jetzt richtig lustig photoshoppen. Das sieht mehr wie Kamasutra aus, weißt du? Ich habe dich ja noch nie nur mit 20ern steigern sehen. Doch. Willst du heute stark sein? Heute will ich stark sein. Die letzten wenig Trainingseinheiten waren so scheiße. Kann ich an meine Leistung nicht anknüpfen. Heute ist Zeit. 60, 100, 140 und dann 160 gleich den Arbeitssatz. Bam. Alter, Okan zieht sich auch schon wieder gefühlt eine halbe Stunde um. Ja. Boah, immer, ja, also. Aber hey, im Ramadan dauert das alles ein bisschen länger. Genau. Ist ja so, ne? Ist wie auf Wettkampfdiät, ne? Johnny war im letzten Video auch richtig durch. Man hat richtig gemerkt, da konnte sich nicht mehr konzentrieren und so. Das ist wirklich, also das ist. Vor allem dieses Entwässern ist halt richtig Stress für den Körper. Das ist brutal. Mhm. Das Essen ist gar nicht schlimm. Und das Schlimmste ist, ich glaube, die dürfen nicht mal färben tagsüber. Aber wahrscheinlich haben die auch gar keinen Bock drauf. Dann nur am Abend exzessiv. Das wäre vielleicht jetzt so ein Witz gewesen, den Johnny nicht gut gefunden hätte. Scheiße, das kann sein. Das werden wir gleich rausfinden. Das werden wir rausfinden. Soll ich den schon filmen? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Leute, interessiert euch 140? Juckt niemanden! Ja, ich glaube, heute geht was. Heute ja, geht Mann. Was. Er lächelt noch. Ist der aufgeguckt? Natürlich lächle ich, wenn ich dich sehe. Aha, schön gesagt. Okana, Mann. Wie geht's? Alles gut? Wie ist du erstmal? Bam. Wie viel hast du abgenommen in 4 Wochen Ramadan jetzt? 3,5 Kilo. Für 2500 Kalorien nicht so viel, aber wir müssen eh noch ein Hühnchen rupfen. Ja. Wir werden auch gleich noch einen Formcheck machen. Ja. Das lief alles andere als optimal, wollen wir ehrlich sein. Ja. Also, Scheiße. Aber du hast ja Gott sei Dank noch genug Zeit bis zum Herbst, bis die Saison kommt. Ich bin auf jeden Fall Crank Pump Pro ballert. Ja, Mann. Du machst Oberkörper, ne? Johnny macht nur Arme. Macht er wirklich? Ja. Aber der gehört ja noch mit 100 Kilo, weißt du? Ja, das stimmt. Ich glaube, ich mache nur so ein Aufpumptraining und trainiere dann heute Instagram-Training Abend. Oder TikTok-Training. Ja, dann heute Abend richtig. Hä? Wenn du einmal hier bist, gib doch Gas. Oder bist du schon so entwässert? Ja, ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mal davor trainiert habe, mal danach. Und danach ist halt viel geiler. Ja, dann mach halt Aufpumptraining. Ne? Dann pumpst du nur fürs YouTube. Genau, das erzählen wir den Leuten nicht und dann... Genau. Bei uns ist nämlich alles real. Aber einer ist real. And it is Johnny to the Yusupov. Schmeckt das schön? Schönes Oberteil, ja. Na, der Crank Pump Pro Geschmack Blackberry schmeckt verdammt gut. Hier steht auch so Werbung. Diese Woche eine fette Aktion mit 20% auf alle Sachen im Wittmann-Shop, also von ESN. Mhm. Steht unten in der Beschreibung nochmal drin, 20% auf alles. Mit dem Code Johannes. Natürlich. Oder Aufteil. Geht auch. Eigentlich bräuchtest du halt 3 Codes oder 4. Du bräuchtest Orkan, Okan, Oktay. Alle funktionieren. Und alle müssen Okana. Funktionieren. Okana geht auch. Jungs. Ja, 160 Kilo. Schaffe ich diesmal endlich wieder die 8 Wiederholungen? Let's go. Heute ja? Oh, oh der kam unerwartet. Oh, Alter Junge. Holy shit. We'll be right back.
Push, hoch. Na endlich. Ach, schönes Ding, Gott sei Dank. So, und jetzt muss ich das nochmals für 2 Sätze schaffen. Ach, was für Späße habe ich gemacht, die dir nicht gefallen haben? Also erstmal möchte ich das so anmerken, das war ja nicht beabsichtigt von dir oder von euch. Ich weiß auch, dass ihr das nicht böse meint. Ja, wie, aber ich weiß, gestört, dass ihr das nicht negativ meint. Wenn man über das Thema Islam redet, finde ich es, und ich denke einige auch, unangebracht, so bestimmte Späße zu machen. Zum Beispiel war dabei am Anfang irgendwas mit Junkie mit da oder... Demi hat Nasenbluten vom Aufwärmen. Ja, dafür Steroide, Bluthochdruck, Klassiker. Da sind wir auch schon beim ersten Thema, Steroide im Ramadan. Verboten, Drogen, Alkohol. Geschlechtsverkehr ist auch zumindest während des Tages nichts verboten. Ja. Also wenn du jetzt eine Frau hast, eine Partnerin, die halt keinen Ramadan liebt, dann muss die... Und die ein Junkie ist? Problem. Da wurde erklärt, was Fasten bedeutet. Ja. Und dann habt ihr das Thema Geschlechtsverkehr angesprochen. Ja. Und dann irgendwas noch mit Drogen. Ja. Und in dem Zusammenhang irgendwas mit Junkie-Mutter oder so irgendwas. Ja, kann ich mich nicht erinnern. Könnt ihr euch mal angucken. Also auf jeden Fall wurde das Wort benutzt und ich fand so, solche Wörter unangebracht. Junkie-Mütter? Die musst du raussuchen. Muss ich raussuchen. Ja, irgendwas mit Drogen. So im Zusammenhang mit Drogen, wo ich über Drogen geredet habe. Dass ihr viel gelacht habt. Natürlich ist es ein lustiges Video. Es ist immer Comedy dabei. Aber und ich glaube, man muss sich auch ein bisschen... Darf sie aber nicht zu ernst nehmen und das... Ja, genau. Aber trotz alledem... Das ist ja die Sache, wir machen ja auch viel Spaß immer in dem Video. Ja. Aber gerade wenn man so über das Thema redet, würde ich ein bisschen... Bist du sehr sensibel. Oft Spaß rausnehmen. Was okay. Heißt, ja, also ich nein, dann bist du ja offensichtlich. Ja, ja. Aber du weißt, dass ich dir jeden Glauben respektiere. Ich habe das auch, ja, genau. Aber du wolltest vorher nur dann mit mir reden, wenn wir bestimmte Sachen nicht... Genau, wenn zum Beispiel sowas kommt und ich das merke, so, dass ich dann sage zum Beispiel... Das wird rausgeschnitten. Aber ich denke nicht, dass sowas ist. Arme jetzt oder was? Ja, ich bin krank. Ich war krank, ich habe Allergie. Heute geht es ja nicht nur um mich. Ja, geht es auch ums Okans Form, ja? Schwierig. Man wird auch sehr bescheiden durch diesen Monat, weil man dieses Essen extrem schätzt. Man schätzt nie einen Schluck Wasser so in einem Monat. Alter, gerade in unserer Generation so, Globalisierung, wir haben von allem über viel zu viel. So keiner schätzt das Leitungswasser, was wir hier trinken können. Das ist eigentlich richtig geil. Ja. Und du hungerst den ganzen Tag und es ist wirklich, du isst eine Dattel zum Fastenbrechen und alles ist verflogen. Du freust dich, du kriegst so diese, es gibt ja Dopaminfasten auch, also du kriegst auch Dopamin durch, also Glückshormone durch eine Dattel oder durch ein Glas Wasser. Bei mir ist immer das Schlimmste, ich freue mich auch extrem aufs Trinken. Gerade wenn ich manchmal trainiere ich zweimal. Das ist nicht der Durst, das ist der Hunger, sondern der Durst. Ja. Wenn man früh trainiert, wenn noch Wasser drin ist, Katastrophe. Und dann freut man sich zuerst eigentlich aufs Wasser. Also man sieht auf jeden Fall schon, Bauch ist deutlich schärfer. Aber im letzten Mal, vor 1,5 Wochen, war es schon noch nicht so. Ich sehe mehr Streifen, es sind mehr Konturen drin. Obwohl nur 3,5 Kilo weg sind, ist das schon eine andere Nummer jetzt. Ne? Schönes Ding. Ihr seht, startet er im Men's Physik, das heißt, meine muss er nicht zeigen. Fülldrehung. Dann mach einfach durch. Optimale Linie zum Men's Physik. Ach, guter Bauch, breite Schultern. Einer hat sich Jeremy Buendia. Jeremy Buendia, ja? Guck mal, ihr will Komplimente. Also Brustrücken ist halt genau sein Ding, ne? Und Kampf richtig ist. Unten, denkt dran, nicht ein bisschen nach vorne, wie die soll doch. Genau, das ist prima. Schönes Ding. Ja, wir haben noch wie viel? 20 Wochen? Okan? Genug. Und Okan hat mich schon gefragt, wie geht's denn jetzt weiter, Johannes? Mein Vorschlag, als Trainer macht man heutzutage Vorschläge. Man macht keine Vorgaben, sondern Vorschläge. Das hat sich verändert, das war früher anders. Und wie heißt dieses Fressen nach Ramadan? Zuckerfest oder so? Zuckerfest, genau. Zuckerfest, volle Pulle. Ja? Baklava. Und danach, du kannst dir alles gönnen, was du willst. Ne? Aber danach gehen wir wieder mit 2 Stunden weiter. Wir haben ja Real Talk. Das war ja nichts optimal. Du hast zwischendurch Fieber gehabt, du konntest nie wirklich genau tracken. Du hast das echt auf die leichte Schulter genommen. Das erwarte ich von einem Wettkampfathleten nicht. Also ich will wirklich, dass das 100%ig funktioniert. Aber wir haben noch viel Zeit. Wir werden zwischendurch Diet Breaks machen, aber wir sind lieber zu früh fertig als zu spät. Ist ein Deal, oder? Alles andere macht ja keinen Sinn. Mit dem Baklava hattest du mich schon. Mehr Updates gibt es bei mir auf dem Kanal. Ansonsten Okan abchecken oder auch den Johnny Yusupov. Wenn ihr den supporten wollt, einfach mit deren Code bestellen. Wir sind fürs Erste raus. Bis zum nächsten Video. Danke für euren Support. Ehre.